jetzt sofort die Postkarte, du Zipfelmützengesicht. Nö! Postgeheim ist mein Warzenmäschen. Wenn du mir nicht sofort die Postkarte gibst, dann mache ich eine Briefmarke aus dir. Mit oder ohne Poststempel, hä? Okay, genug gescherzt. Grünes Gras und kleines Beben. Mugo bleibt jetzt kleben. Oh, Hilfe! Hilfe, Mami! Papi, ich kann mich nicht mehr bewegen! Und das ist gut so. Oh nein, das ist ja meine kleine Kralle auf dem Bild hier. Ja, kleine dürfte sie nur wirklich nicht sein, so. Ah, du Unglückstroll, was hast du mit meiner Kralle angestellt? Ich hab sie dem Zoo geschenkt, da. Was? Das glaube ich nicht. Ja, solltest du aber. So, und jetzt wäre es schon schön, wenn du mich mal hier ein bisschen locker machen würdest, oder? Ja, okay. Das würde dir so passen, was? Hey, trägt der Weihnachtsmann im Bart? Natürlich würde mir das passen. Vergiss es! Grüner Storch und wilde Wachtel, Hugo werde eine Schachtel! Ah, ich fühle mich plötzlich so faltig! Ja, mach dir mal keine Gedanken, wenn ich aus dem Zoo zurückkomme, dann leih ich dir die Antifaltencreme meiner Großmutter an. Mistroll! Hey! Boah, ich bin aber ganz schön angeschmiert. Naja, was soll's? Jetzt spielen wir erstmal ein Spielchen, was? Lukas! Hi Hugo. Ja? Mensch, guck dir das mal an! Ja, nicht schön so quadratisch, gell? Ja, quadratisch praktisch. Gut, aber irgendwie fühle ich mich doch ziemlich bescheiden hier. So ein Mist aber auch. Ja. Mann, hey, du sammelst Briefmarken? Ja, und Bierdeckel. Schöne Runde und schöne. Hast du und immer die Briefmarken auf die Bierdeckel, oder wie? Ja, nö, im Buch eigentlich. Die Bierdeckel? Ja, die Bierdeckel sind im Buch und die Briefmarken auch. Also aber nicht alle in einem Buch, oder? Ja, nee, viele Bücher. Ah, sehr belesenes Kind. Wie viele Briefmarken hast du denn schon? Briefmarken 500 bis 1000. Wow, und ist ja die kleine Fesche Mauritius auch dabei? Nein, aber ich kenne jemanden, der hat eine grüne. Wow, Wahnsinn. Oh, was ist denn sowas wert, eine grüne Mauritius? Och, nicht viel, 50 Mark oder so. Ja, immerhin. Ha, die müsste man haben, besonders hier als Karton. Ich sag dir das. So, Lukas, wir werden jetzt zusammen spielen. Ja, schön. Ja, wir werden Schlitten fahren. Ja, guck gut. Mal, 82 deine Tasten. Du musst immer darauf achten, du kannst immer schon vorher so auf den Schildern sehen, was gleich kommt, ne? Mhm. So auf den Schneemann raufspringen, über das Bämmchen rüberspringen und so. Ab geht's. Ja. Und bei die Säckchen musst du dich immer schön bücken. Ja. Da. Mhm. So, los geht's. Mhm. So, pass auf. Bämmchen. Da muss ich zwei. Ja, öfter mal ruhig. Nicht so zaghaft. Jetzt die acht. Schön zeitig drücken. Schneemann zwei. Hopp, strick, Palatsche weg. Na, komm, Bämmchen. Ach, Bämmchen. Ja, ich hab was vorgedrückt. Gerade ich so noch. Jetzt den Sack einpacken, komm. Ja, da. Ja, grad noch. Jetzt kommt wieder mein Bämmchen. Da war das Bämmchen ziemlich schnell da. Muss früher drücken, sobald das Schild sieht. Ja, ich brauch mal. Drück. Was? Knapp. Du, ach. Ja, mit so vielen Tasten sind sie eigentlich bei dem Spiel auch nicht, ne? Naja, Konzentration. Ach. Oh, knapp. Jetzt du, ach. Wie den Sack einpacken. Ich bin Frosch im Hals heute. Noch nicht. Da kann ich Miete bezahlen. Das haut da auch nicht hin. Ja, kein Wunder bei dem ganzen Schnee hier. Ach. Jetzt zwei, drück. Ja, drück, fahr mal, macht ja nichts. Wollt ihr nicht extra? Ja, Lukas! Hohoho, wir sind im Ziel. Punktestand. Ja, 400, ja, 900. Mit noch ein paar abziehen, ne? Ja. Oh, 800 Punkte, weißt du, was du dafür bekommst? 800 Bierdeckel! Quatsch! Hier ist dein Preis! Mach einfach den Tag zur Nacht. Mit dem Einsteiger-Keyboard PSR 190 von Yamaha ist das kein Problem. Im Handumdrehen weißt du, wo du Musik spielst. Tagsüber spielen üben und über Nacht wirst du zum Star. Geil! Wow! Da kannst du mal flott in die Tasten greifen, sag ich dir. Ja, super. Hm, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen in die Schatzkammer. Ja. Weißt du, warum? Der ist schon gar nicht mehr da. Ein, zwei oder drei drücken. Ja, die drei ist gut. Ja, so. Ja, Lukas, guck mal. Super. Ja, boah.
Das ist ja gleich für vierfach. Boah, 3200 Punkte ist ja enorm. Also wenn ich nie so ein aller Karton hier werde, würde ich ja glatt in die Luft springen. Aber es ist ein bisschen schwer. Super. Oh, fast von der Truhe gefallen. Oh, hier ist die Highscore-Liste. Mal gucken, wo der Lukas steht. Hast du dich schon gefunden? Ja. Ja, wo bist du denn? Erster Platz. Ja, weißt du, was das heißt, wenn du am Ende auch noch Platz 1 bist? Nee. Ja, dann spielen wir beide um den großen Superpreis. Gut. Wenn du am Ende noch auf der 1 stehst. Mhm. Wie ist denn das, Lukas, mit diesen ganzen Bierdeckeln? Wo kriegst du die immer her? Lässt du die mitbringen oder gehst du die ganzen Kneipen immer so? Ja, wenn ich mal in so einer Kneipe bin oder wo vorbeikomme, dann nehme ich mir die einfach mit. Ach so, und die, das darf man auch. Die sagen hier wie, hey, und die Bierdeckel, die sind handgeblasen. Nee, das hat mich jetzt überrascht, weißt du, Lukas? Okay, Lukas, vielleicht bis später, ne? Ja. Noch bist du auf Platz 1 der Highscore-Liste. Mal gucken, was noch passiert. Bis dann, tschüss. Ja, ihr könnt natürlich weiter anrufen, ne? Ob mit oder ohne Bierdeckel. 0137 323536. Und ich muss mal zusehen, dass ich wieder richtig Hugo werde. Bis gleich.